So, hallo und willkommen zurück zu Calling. Ich bin jetzt schnell durch die Wanderung und die Rückkehr durchgerannt. Und jetzt beginnt nämlich auch ein neues Kapitel von Makoto wieder. Und das nehme ich natürlich dann wieder auf, weil ihr das ja noch nicht kennt. Die Verbindung. Makoto Shirai. Wow. Krankenhaus. Ich hasse das Krankenhaus. Ich hasse das Krankenhaus wirklich. Okay, dann schauen wir uns hier mal direkt ein bisschen um. Es lässt sich nicht öffnen, wahrscheinlich ist es verschlossen. Ach so, die hatte ich schon an. Ah, blöd. Im ersten Moment sah das für mich kurz so aus, als... Naja. Da vorne liegt auch das Handy, mit dem ich mich her transportiert habe. Das sollte ich vielleicht mal aufheben. Handys hier zu haben in dem Spiel ist immer gut. Du hast Mobiltelefon erhalten. Und hier war ja sonst eigentlich... auch schon vorher nie was. Jo, okay. Hm? An einem solchen Ort? Ja, natürlich an einem solchen Ort. Was hast du denn gedacht? Und da ich Angst habe... wenn die Taschenlampe aus ist, speichere ich lieber direkt. Aber theoretisch müsste ich ja wissen, wie ich an eine Taschenlampe komme. Ist nur die Frage, ob das mir möglich ist, mir hier genauso die Taschenlampe zusammenzustellen, wie schon bei Kagura. Aber auf jeden Fall fühle ich mich hier echt nicht wohl. Okay, ich bin im dritten Stock, vermute ich ganz stark. Nee, ich bin nicht im dritten. Ich bin im Erdgeschoss, steht da ja. Krankenhaus, unerforschter Bereich. Unerforschter Bereich. Vordereingang, Zimmer des Direktors. Ja, ich schaue mich einfach ein bisschen noch um. Obwohl ich das hier schon bei Kagura gemacht habe, aber vielleicht ist hier ja irgendwo, obwohl das eigentlich Schwachsinn ist, weil ohne Taschenlampe sehe ich eh nichts. Aber ich werde wohl oder übel nicht drum rumkommen, weil irgendwo muss ich eine Taschenlampe finden. Und auf der Toilette ist offensichtlich keine. Ah, da liegt aber was. Oh nein, jetzt habe ich was gefunden und ich kann es noch nicht mal aufheben. Ich muss mir das merken, dass da was liegt. Wo bin ich denn? Auf welcher Toilette? Ich bin auf der links, also auf der Herrentoilette. Okay, gut zu wissen. Hier ist auch nichts. Hier war auch nichts. Nö. Okay, dann haben wir ja hier drüben noch die Küche. Wo wahrscheinlich aber auch nirgendwo wirklich was Besonderes liegt. Hier kann ich nichts aufmachen. Nee.
Und der Fahrstuhl. Ja, ne, oder? Kannst im Dunkeln nicht gut sehen. Ja, den kann ich auch nicht benutzen. Wie, es ist immer wieder erstaunlich, wie einfach ich den auf- und zuschieben kann. So, mal wieder auf die Karte gucken. Hier vorne rechts kann ich noch rein und vorne links. Ohne Taschenlampe ist das echt total ätzend. Naja, ich kann jetzt hier auch nichts groß untersuchen ohne Taschenlampe, weil mir dann gesagt wird, du kannst im Dunkeln nicht gut sehen. Hier kann ich nicht rein. Hier wurde ich ja auch schon mal von einem Geist angegriffen. Hier scheint aber auch nichts zu sein. Oh, in welche Richtung gehe ich denn jetzt? Ah, nee, ich gehe weiter runter. Das ist doch schon mal gut. Ach nein. Seit wann kann ich denn in den Keller? Was hat er denn da fallen lassen? Du kannst im Dunkeln nicht gut sehen. Das ist doch scheiße. Das ist doch echt beschissen ohne Taschenlampe. Na. So ein Mist. Okay. Wo genau ist das? Na gut, das heißt wohl, alle Krankenzimmer hier schnell mal durchgehen. Und dann muss irgendwo da diese komische Lampe sein. Und hier ist sie auf jeden Fall schon mal nicht. Da drüben kann ich nicht rein. Mein Gott. Okay. Da will ich auch nicht rein. Und hier, naja, kann ich jetzt auch nicht. Da liegt auch was. Oh Mann, das ist doch alles scheiße. Herrgott nochmal. Ja, hier ist auch nur so ein komischer OP-Tisch. Nein, nein, ich will hier raus. Ach, scheiße. No. Fuck. 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 Das war echt nicht cool gerade. Boah, das war wirklich nicht cool. Jetzt suche ich aber immer noch die komische
Lampe. Aha. Nein, da folge ich dir nicht rein, egal wer auch immer du gerade warst. Hä? Es hat sich gerade kurz so angehört, als könnte ich hier was aufnehmen. Hier ist der komische Computer. Oh, da fällt mir gerade auf, hier ist hier offen. Das heißt, so viel wie... Naja, das Rinn hier offensichtlich, wo ich schon mal war. Also, dass hier schon gewesen ist und hier die Tür aufgeschlossen hat. Das heißt, das Radio hier vorne kann ich vermutlich dann auch vergessen. Ich dachte, hier stände das Radio. Dann muss es wohl im zweiten Stock gewesen sein. Oh, meine Fresse. Ich hasse dieses Krankenhaus im Dunkeln. Einen Moment. So, wieder da. Ja, es ist halt immer ein bisschen blöd, wenn man noch mit den Eltern zusammen wohnt. Ich hoffe, dass ich bald endlich meine Wohnung kriege. Ich warte eigentlich nur noch auf die Zustimmung des Vermieters. Aber ich weiß nicht, wie schnell die da sind. Um mir die Zustimmung zu geben, ist es halt echt ein bisschen blöd. Hört ihr das auch? Eine beleuchtete Musikbox. Oh, mit einer Miezekatze. Yeah, Batterien! Yeah! Yeah, Batterien! Yeah! Du hast Kyokos Tagebuch 14 erhalten. So ein Zufall. Reikos Freundin, die sie eigentlich besuchen sollte, ist Rin Kagura, das Mädchen, das nach ihrem Unfall eingeliefert wurde. Ich musste sie einfach anlügen und ihr sagen, dass Reiko aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Ich konnte ihr nicht die Wahrheit sagen. Naja, irgendwie verständlich. Okay. Was da immer bei denen alles in den Schränken drin ist, der Hammer. Ich war zwar bis jetzt nur einmal wirklich im Krankenhaus, aber da hatte ich nicht so viel dabei. Ja, ich bin sicher, dass ich das verlassen möchte. Hab ich schon erwähnt, dass ich dieses Krankenhaus abnormmäßig hasse? Ich frage mich, wie weit das geht. Ja, das hat sich Kagura auch schon gefragt. Sonst gibt es hier oben nicht mehr viel. Aber jetzt, wo ich Licht habe, kann ich mich eh besser umsehen.
Die Tür lässt sich nicht öffnen. Nun gut, dann eben nicht. Ah, jetzt kann ich mich aber ein bisschen besser umsehen. Die Cafeteria. Nur so aus reiner Neugier. Nein, nichts drinne. Hätte ja sein können. Aber da liegt ein Tagebuch. Du hast Kyokos Tagebuch 13 erhalten. Ich begann mit der Reinigung ihres Zimmers. Reiko ist nicht unsere einzige Patientin. Ich muss also darüber hinwegkommen. Das wird nicht sofort funktionieren, aber wenn ich mich weiter so abschotte, kann ich keine anderen Patienten retten. Außerdem kann niemand Reikos Eltern erreichen. Ich habe es mehrfach versucht und auch die Polizei sollte sich darum kümmern. Mir gefällt das gar nicht. Ich frage mich, was los ist. Na. Krass, ey. Sieht nicht so aus, als hätte würde die mir was tun. Die Patientin, die wir da eben gesehen haben.